Hallo, in diesem Video möchte ich ein kleines Beispiel zeigen zur Vierpol-Theorie. Dazu benutze ich eine Schaltung, die ich schon in vorherigen Videos benutzt habe, zur Zweistromanalyse, zur Maschenstromanalyse, zur Zweipol-Theorie und zum Superpositionsprinzip. Diese Schaltung besteht aus einer Quelle links und dann drei Widerständen, die in so einem T angeordnet sind, und deshalb könnten wir jetzt auch sagen, das ist gleich sowas wie ein T4-Pol und dann eben noch einer Quelle auf der rechten Seite. Und diese Quelle links hier, die hieß UQ1 und hatte 6 Volt. Die Quelle auf der Seite hier hieß UQ2 und hat 7 Volt. Und dann ist das der Widerstand R1, der hat 3 Ohm. Der Widerstand auf der anderen Seite ist der Widerstand R2, der hat 2 Ohm, und der Widerstand hier in der Mitte ist der Widerstand R3, der hat 1 Ohm. Und hier fehlt noch ein Lötpunkt und hier fehlt noch ein kleiner Lötpunkt. Und das, was wir jetzt mal mit Hilfe der Vierpol-Theorie ausrechnen wollen, ist der Strom hier an der Stelle, der Strom am Eingang. Also das hier in der Mitte, sage ich jetzt, das ist der Vierpol, ein T4-Pol, bestehend aus den drei Widerständen. Das ist die Eingangsklemme von diesem Vierpol, das Eingangstor, zwei Pole. Ein Vierpol ist ja auch ein Zweitor, das ist das eine Tor, und das andere Tor soll mal hier hinten sein, und da wollen wir diesen Strom I2 ausrechnen. Das ist der Strom I2, das ist der Strom I1, und jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn man diese beiden Ströme hat, dann sollte es mit Hilfe des Knotenpunktsatzes hier in der Mitte auch kein Problem sein, diesen Strom I3 dort auszurechnen. So, und das Ganze soll jetzt eben, wie besprochen, mal mit der Vierpol-Theorie passieren. Das, was ich jetzt mache, ist, ich teile mir diesen Vierpol auf in diesen Teil und in diesen Teil, beschreibe jeden Teil einzeln durch eine A-Matrix, und dann sind diese drei Vierpole in Kette geschaltet, in einer Kette verschaltet. Das heißt, man kann die A-Matrizen miteinander multiplizieren, und dann kriegt man die Gesamtparameter, die Gesamt-A-Parameter dieses Vierpols raus. Dann können wir diese A-Parameter in G-Parameter umrechnen, und mit den G-Parametern können wir dann mit den beiden Quellen, die ja die Spannung am Eingang und am Ausgang des Vierpols fest vorgeben, relativ einfach diese Ströme dort ausrechnen. So, und das machen wir jetzt mal. Das heißt, ich fange mal mit diesem Widerstand an, und wir tun jetzt mal so, wie wenn es sozusagen diesen Teil hier hinten gar nicht gäbe. Und wir tun mal so, wenn es diese Quelle hier vorne gar nicht gäbe, sondern wir gucken uns nur diesen Teil jetzt als einen einzelnen Vierpol an. Und ich schreibe mal ganz allgemein die A-Parameter hin, und die A-Parameter machen ja sowas, die verknüpfen die Spannung und den Strom am Eingang über die A-Parameter A11, A12, A21 und A22 mit den Größen am Ausgang, mit der Spannung und dem Strom am Ausgang. So, und jetzt kann man für einen solchen Längswiderstand, Längsvierpol, diese A-Parameter ausrechnen. Und ich schreibe das jetzt mal in Rot hin, weil das ja dieser rote Widerstand ist. Also ganz allgemein ergibt sich eben der Parameter A11 aus der Spannung U1 geteilt durch die Spannung U2 unter der Bedingung, dass der Strom I2 0 ist. Ergibt sich hier aus dieser Formel, also U1 geteilt durch U2 unter der Bedingung, dass I2 gleich 0 ist. So, und jetzt können wir schauen. Also hier soll der Strom 0 sein, und uns interessiert jetzt das Verhältnis zwischen dieser Spannung hier und dieser Spannung hier, die Spannung U1, die Spannung U2. Wenn der Strom 0 ist an der Stelle, fällt keine Spannung über diesen Widerstand ab. Und das heißt, die Spannung am Eingang und am Ausgang sind gleich. Das Verhältnis ist einfach 1. Das Gleiche können wir jetzt machen für den nächsten Vierpolparameter A12. Der ergibt sich aus der Spannung U1 durch den Strom I2 unter der Bedingung, dass U2 gleich 0 ist. Also U1 durch I2 unter der Bedingung, dass U2 gleich 0 ist. Also hier hinten ist jetzt ein Kurzschluss, und es geht um diese Spannung im Verhältnis zu diesem Strom. Diese Spannung, wenn hier hinten ein Kurzschluss ist, muss natürlich genauso groß sein wie die Spannung über dem Widerstand.
Und die Spannung über den Widerstand gibt ja einfach aus dem Strom, der durch den Widerstand durchfließt, einfach das ohmsche Gesetz. Das heißt, hier steht einfach der Widerstand R1. Es geht weiter mit dem nächsten Vierpol-Parameter A21. A21 ergibt sich aus I1 durch U2 unter der Bedingung, dass dieser Strom hier 0 ist, dass I2 gleich 0 ist. So, und jetzt können wir schauen, okay, wenn der Strom hier hinten 0 sein soll, dann muss ja auch der Strom hier vorne 0 sein. Das wäre irgendwie total komisch, wenn das nicht so wäre. Egal, was hinten für eine Spannung anliegt. Das heißt, wenn der Strom 0 ist, muss der Strom 0 sein, muss dieser ganze 4-Pol-Parameter 0 sein. Okay, und der letzte 4-Pol-Parameter A22 ergibt sich, kann man scharf auf diese Formel drauf schauen, aus I1 durch I2 unter der Bedingung, dass U2 0 ist. Also das Verhältnis der beiden Ströme unter der Bedingung, dass die Spannung U2 0 ist. Und ja, dann kann man schauen, okay, wenn die Spannung U2 0 ist, gibt es hinten einen Kurzschluss. Eingangsstrom und Ausgangsstrom müssen einfach gleich sein. Das heißt, dieses Verhältnis ist 1. So, damit haben wir schon mal die 4-Pol-Parameter von diesem 4-Pol bestimmt. Die kann man, das muss man vielleicht gar nicht so aufwendig machen, die kann man auch einfach diese 1, R1, 0 und 1 aus einem Tafelwerk ablesen. Ich habe das jetzt mal hier hergeleitet. Kann man auch einfach irgendwo anders ablesen. So, jetzt machen wir das Gleiche für den nächsten 4-Pol. Das heißt, wir denken uns das weg, wir denken uns das hier weg und machen das jetzt nur für diesen Querwiderstand, für diesen Quer-4-Pol. Das mache ich mal in grün. Und die Bestimmungsgleichungen hier, die bleiben prinzipiell genau die gleichen. Deswegen schreibe ich die nicht mit ab, sondern schreibe nur das Ergebnis hin. Hier geht es um das Verhältnis zwischen den beiden Spannungen. Wenn der Strom hier hinten 0 ist, ja, die Spannung hier, die muss wieder gleich sein. Das Verhältnis ist einfach 1. Okay, dann bei dem nächsten 4-Pol-Parameter geht es darum, die Spannung am Eingang im Verhältnis zum Strom, wenn die Ausgangsspannung 0 ist. Wenn die Ausgangsspannung hier 0 ist, muss auch die Eingangsspannung 0 sein, egal was da für ein Strom fließt. Das heißt, dieser 4-Pol-Parameter ist einfach 0. Dann haben wir den nächsten 4-Pol-Parameter A21. Hier geht es um den Strom am Eingang im Verhältnis zur Spannung am Ausgang. Die Spannung am Ausgang ist natürlich die Spannung über dem Widerstand hier. Dafür, dass hier hinten kein Strom fließt. Also der ganze Strom, der hier vorne reinfließt, auch wirklich durch den Widerstand durchfließen muss. Das heißt, hier steht einfach wieder nur das Ohmsche Gesetz, aber andersrum, nicht U durch I, sondern I durch U. Und das heißt, hier steht nicht so wie hier R1, sondern 1 durch R und in dem Fall eben 1 durch den Widerstand R3. Und dann haben wir noch den letzten 4-Pol-Parameter A22. Das war wieder das Verhältnis der beiden Ströme dafür, dass die Spannung hinten 0 ist. Wenn die Spannung 0 ist, ist der Widerstand kurz geschlossen. Das heißt, warum sollte noch Strom durch den Widerstand durchfließen? Der Strom wird hinten durch den Kurzschluss fließen und das heißt, der Eingangsstrom und der Ausgangsstrom sind wieder gleich groß. Das Verhältnis von beiden ist einfach eine 1. So, und das Gleiche würden wir jetzt noch einmal machen für diesen 4-Pol hier. Aber da kann man sich überlegen, da kommt natürlich genau das Gleiche raus wie hier vorne, bloß dass hier eben nicht ein R1 steht, sondern ein R2. Das spare ich mir mal aufzuschreiben. So, und damit können wir jetzt wieder zum gesamten 4-Pol kommen und müssen jetzt eben diese 4-Pol-Matrix, die A-Matrix von dem Teil und von dem Teil miteinander multiplizieren. Das schreibe ich mal hier hin. Also wir haben die eine A-Matrix multipliziert mit der nächsten A-Matrix, multipliziert mit der letzten A-Matrix. Und dann kommt am Ende eine Gesamt-A-Matrix raus. So, und in der ersten Matrix, das war die von dem roten Widerstand, steht eben drin 1, R,
1, 0 und 1. In der nächsten A-Matrix, das war die hier von dem grünen Widerstand, von diesem Querwiderstand, steht drin 1, 0, 1 durch R3 und eine 1. Und in dem letzten, in dem blauen, für den blauen Widerstand, in der blauen 4-Pol-Matrix steht praktisch genau das gleiche wie hier drin, bloß eben mit einem Widerstand R2. Also 1, R2, 0 und 1. So, und jetzt mache ich mir das Leben hier mal gleich ein bisschen einfacher und rechne mit Zahlen. Also diese Matrixmultiplikation, die rechne ich jetzt hier natürlich, weil dieses Whiteboard kein MATLAB installiert hat, leider, oder kein Octave oder kein Python, muss ich das jetzt hier von Hand ausrechnen. Im Normalfall ist das jetzt natürlich eigentlich der einfache Teil. Man tippt das in einen Computer ein und lässt den Computer das ausrechnen. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Matrixmultiplikation von Hand machen. Das geht einfacher mit Zahlen. Also ich schreibe hier mal gleich hin 3 Ohm. Und für 1 durch R3 schreibe ich mal hin, das ist 1 Siemens. Und hier schreibe ich mal hin, das sind 2 Ohm. Und jetzt fasse ich mal erstmal diese beiden 4-Pol-Matrizen zusammen im Sinne der Matrixmultiplikation. Immer Zeile mal Spalte rechnen. Erste Zeile mal erste Spalte. Einmal 1 ist 1. Und 3 Ohm mal 1 Siemens ist 3. Also steht da 1 plus 3. Dann haben wir die erste Zeile mal die zweite Spalte. Einmal 0 ist 0 und 3 Ohm mal 1 sind 3 Ohm. Zweite Zeile mal erste Spalte. 0 mal 1 ist 0. 1 mal 1 Siemens ist 1 Siemens. Und dann haben wir noch die letzte Zeile mal die letzte Spalte. 0 mal 0 ist 0. 1 mal 1 ist 1. So, und jetzt müssen wir das eben noch mit diesem Teil hier multiplizieren. Und da schreibe ich jetzt das Ergebnis hier hinten hin. Oder ich fasse das mal hier vielleicht. Nee, ich schreibe das Ergebnis direkt dahin. 1 plus 3, das können wir im Kopf zusammenfassen, das sind 4. Also wieder erste Zeile, mal erste Spalte. 4 mal 1 sind 4. 3 mal 0 sind 0, brauche ich nicht mit hinschreiben. So, erste Zeile mal zweite Spalte. 4 mal 2 Ohm sind 8 Ohm. Und 3 Ohm mal 1 sind 3 Ohm. 8 plus 3 Ohm sind 11 Ohm. Das ist der nächste 4-Pol-Parameter hier, der nächste A-Parameter. Dann haben wir die zweite Zeile mal die erste Spalte. 1 Siemens mal 1 sind 1 Siemens. Einmal 0 ist 0. Steht hier ein Siemens. Und dann haben wir noch die letzte Zeile, mal die letzte Spalte. 1 Siemens mal 2 Ohm sind 2. 1 mal 1 sind 1. 2 plus 1 sind 3. Das sind die A-Parameter, kann ich so zusammenfassen. Das ist A, die A-Parameter, die Kettenparameter dieses Gesamt-Vierpols aufgeschrieben. So, und jetzt ist der nächste Trick. Wir machen aus den A-Parametern, machen wir G-Parameter. Das schreibe ich vielleicht mal hier unten hin. Also wir machen jetzt aus den A-Parametern G-Parameter. G-Gesamt. So, und das ist jetzt wieder so eine Sache, die muss man auch, das wäre jetzt viel zu aufwendig, das irgendwie herzuleiten, das muss man im Tafelwerk nachschauen oder in einem Tabellenbuch, wie man A-Parameter in G-Parameter umrechnet. Das gucke ich jetzt mal hier kurz auf meinem Spickzettel ab. Also hier steht jetzt 1 durch A1, 2 und dann steht dort als Matrix da A22 minus die Determinante der A-Matrix. Dann steht da halt einfach eine 1 und minus A11. So, und das heißt, das kann ich jetzt mal hier einfach schön einsetzen und komme da drauf 1 durch A12. A12 sind 11 Ohm.
A22 ist das, was hier steht. Das sind 3. Die Determinante von A ergibt sich aus dieser Diagonale plus gerechnet und dieser Diagonale negativ gerechnet. Das heißt, 3 mal 4 sind 12, 1 mal 11 sind, also und Siemens und Ohm addiert, also kürzt sich genau die Einheit weg, 12 minus 11 sind 1. Auch ohne Einheit. Dann haben wir hier einfach eine 1 zu stehen und hier steht Minus, also hier fehlt noch das Minus und Minus A11, A11 ist dieser Eintrag hier, das sind einfach 4. So, und das heißt, das sind jetzt sehr schön unsere G-Parameter und diese G-Parameter sind Leitwertparameter, die haben die Einheit eines Leitwertes, das passt auch ziemlich gut, hier steht 1 durch Ohm, das sind halt Siemens. Das lohnt sich jetzt auch nicht, das wirklich jetzt nochmal irgendwie viel kürzer aufzuschreiben. Aber warum haben wir jetzt G-Parameter ausgerechnet? Was ist jetzt mit diesen G-Parametern ziemlich cool zu machen? Die G-Parameter sind so definiert, dass man mithilfe der G-Parameter genau diese beiden Ströme ausrechnen kann, die wir eigentlich mal ausrechnen wollten. Nämlich diesen Strom hier und diesen Strom. Die ergeben sich nämlich, mach mal aus den runden Klammern hier noch wieder irgendwie so eckige Klammern, um es ein bisschen einheitlich zu haben. Also diese Ströme ergeben sich aus diesen G-Parametern, die ich hier gerade aufgeschrieben habe, aus dem G-Gesamt mal die Spannungen, die wir haben, mal das UQ1 und mal das UQ2, weil das ist ja auch genau die Spannung am Eingang. Das ist genau die Spannung am Ausgang. Kann ich direkt hinschreiben, die Eingangsspannung ist UQ1, die Ausgangsspannung ist UQ2. So, und jetzt kann ich das einfach direkt hier ausrechnen. Was hier passiert, indem ich wieder Trick 17 mache und das hier einfach mal durchstreiche und hier hinschreibe, die Eingangsspannung waren ja 6 Volt, die Ausgangsspannung waren 7 Volt und das jetzt einfach wieder ausrechne. Also die G-Parameter, die stehen ja hier sozusagen eingesetzt und das Ganze ausgerechnet. Und das heißt, das 1/11, das schreibe ich ja erstmal mit ab als Konstantenfaktor. Und mach mal vielleicht nochmal so eine kleine Nebenrechnung. Also das müssen wir jetzt rechnen. Wir müssen rechnen, 3 mal 6 Volt sind 18 Volt. Erste Zeile, na erste Spalte, 3 mal 6 haben wir, minus 1 mal 7 sind minus 7 Volt. So, und der zweite Strom ja, ergibt sich aus der zweiten Zeile mal der ersten Spalte. Also 1 mal 6 sind 6 Volt. Und dann haben wir noch minus 4 mal 7 Volt. 7 mal 4 sind 28, minus 28 Volt. Und jetzt müssen wir das hier einfach nur noch zusammenfassen. 18 minus 7 sind 11. 11 Volt durch 11 Ohm macht 1 Ampere. 1 Ampere. 6 Volt minus 28 Volt macht minus 22 Volt. Minus 22 Volt durch 11 Ohm macht minus 2 Ampere. So, und daraus folgt jetzt eben sehr schön, das schreibe ich mal hier hin, dass unser Strom I1 1 Ampere groß ist. Der Strom I2 steht hier, ist minus 2 Ampere groß. Und das können wir jetzt natürlich hier vorne uns einsetzen und überlegen, okay, hier fließt 1 Ampere auf diesen Knoten zu. Und hier fließen minus 2 Ampere von dem Knoten weg. Das ist ja wie wenn 2 Ampere auf den Knoten drauf zufließen. Und das heißt, wenn hier 1 Ampere drauf zufließt und hier 1 Ampere drauf zufließt, dann müssen hier nach unten 3 Ampere wegfließen. Also daraus folgt, schreibe ich mal hin, I3 ergibt sich ja eben aus dem Knotensatz dort oben I1 minus I2. Und das sind dann eben 3
Ampere. So, und damit sind alle drei Ströme ausgerechnet. Diese drei Ströme erfüllen natürlich schon mal, das kann man jetzt an der Stelle, und das sollte man immer, wenn man irgendwie neu in so einem Verfahren ist, nochmal kurz zu prüfen. Die drei Ströme erfüllen natürlich schon mal den Knotensatz hier oben und auch den Knotensatz hier unten. Hier haben wir so auf genau die Art und Weise, habe ich ja gerade diesen Strom I3 ausgerechnet. Ich nehme jetzt mal noch die Farben und rechne mal nochmal kurz die Spannung aus, jeweils über diesen Widerständen. Wenn also durch diesen 3 Ohm Widerstand 1 Ampere durchfließen, ergeben sich hier 3 Volt. Genauso, wenn durch diesen Widerstand hier minus 2 Ampere in diese Richtung durchfließen, dann ergeben sich eben minus, also 2 Ampere mal 2 Ohm machen 4 Volt, ergibt eben minus 4 Volt in diese Richtung. Beziehungsweise können wir auch einfach andersrum einzeichnen und sagen, okay, das sind 4 Volt in diese Richtung. Und über dem grünen Widerstand oder durch den grünen Widerstand fließen 3 Ampere durch, 3 Ampere, die durch 1 Ohm durchfließen, machen eine Spannung von 3 Volt. So, dann kann man schlussendlich nochmal kurz prüfen, ob die Maschensätze funktionieren. Wenn ich mir diese Masche hier anschaue, mal von diesem Punkt zu diesem Punkt hier runtergehe, sind es auf diesem Weg 6 Volt. Wenn man diesen anderen Weg hier lang geht, über den roten, über den grünen Widerstand, 3 und 3 zusammen sind auch 6 Volt. Das passt. Genauso können wir uns noch diese Masche hier anschauen. Wenn ich von hier oben nach hier unten laufe, über die Quelle UQ2 sind es 7 Volt. Und wenn ich über den blauen Widerstand R2, über den grünen Widerstand R3 laufe, sind 4 Volt und 3 Volt, zusammen auch 7 Volt. Das heißt, das passt alles wunderbar, alle Knotensätze, alle Maschensätze erfüllt. Diese Schaltung ist jetzt vollständig gelöst. Was ist jetzt so ein bisschen der Vorteil, das Ganze mit der 4-Pol-Theorie zu machen? Also wie man sieht, man muss eigentlich von Knotensätzen und Maschensätzen zumindest für die 4-Pol-Theorie-Lösung keine große Ahnung haben. Man muss wissen, wie diese 4-Pol-Gleichungen definiert sind. Das ist ja jetzt hier so ein bisschen Gott gegeben, Kettenparameter. Diese Kettenparameter aufstellen, wie gesagt, das könnte ich auch für so einen einfachen Längswiderstand aus dem Tafelwerk ablesen. Für diesen Querwiderstand kann ich das aus dem Tafelwerk ablesen. Dann muss man wissen, 4-Pol in Kette mit 4-Pol in Kette mit 4-Pol heißt, ich muss diese 4-Pol-Matrizen miteinander multiplizieren. Diese Matrixmultiplikation von Hand, wie gesagt, jetzt hier nicht wirklich schwierig, weil die Zahlenwerte einfach sind, ansonsten natürlich schon ein bisschen aufwendig, aber das ist eine Rechenoperation, die kann super ein Computer machen. Genauso diese Umrechnung hier, die muss ich auch natürlich wissen, aus dem Tafelwerk ablesen, die kann aber auch ein Computer für mich machen. Und dann muss ich am Ende eben noch diese Leitwertparameter, diese G-Parameter einfach mit meinen beiden Quellen hier miteinander multiplizieren, eine Matrix-Vektor-Multiplikation machen, das kann auch super ein Computer machen. Und dann kriege ich ein Ergebnis raus und den Rest bastle ich mir dann doch irgendwie noch mit Knotensätzen und Maschensätzen und einfach mit den Stromspannungsgesetzen an den Bauelementen zusammen. Und das zeigt jetzt mal so ein sehr schönes, einfaches Beispiel für die 4-Pol-Theorie. Das mit so 4-Pol-Parametern zu machen, lohnt sich wirklich dann, wenn man Schaltungen eben so ein bisschen modularisiert und sagt, das sind so 4 Pole, das sind 2 Tore, die haben Eingang und die haben Ausgang. Und die habe ich einmal durch 4-Pol-Parameter beschrieben, weil ich die ausgerechnet habe, weil ich die gemessen habe, weil ich die irgendwie simuliert habe. Und dann kann ich diese 4 Pole wieder im Sinne einer Reihenschaltung, einer Parallelschaltung, einer Hybridschaltung, einer Kettenschaltung aneinander packen. Dann ist es mit diesen 4-Pol-Parametern richtig toll.